Und da war sie wieder, die Freiheit auf dem Fahrrad. Viel zu lange habe ich das nicht mehr gefühlt. Mit meinem besten Freund mache ich mich auf den Weg auf eine wunderbare Tagestour. Wieder unterwegs auf dem Fahrrad seit Ewigkeiten. Hier, wo ist er? Kai? Moin. Mit am Start. Ja, lange keine Fahrradtour mehr gemacht. Jetzt ein bisschen neue Ausrüstung besorgt. Und heute fahren wir von Neustrelitz bis Waren an der Müritz. Das sind so um die 80 Kilometer. Über Stock und Stein und Straße. Das macht Bock. Eine Berg- und Talfahrt. Oh. Erstmal eine Runde schaukeln. Oh. Jetzt rausspringen. Oh, ist das cool. Wow. Ein Gestöhne hier. Wenn man da aufspannt wird. Ja, schau mal raus. Die Kamera läuft. Ja, willst du machen? Guck mir das so hoch. Boah, ist ja verrückt. Das lässt mein Herz wieder höher schlagen hier. Schöner frühlingshafter Wald. Saftiges Grün. Das sieht hier aus wie in Schweden. Überall kleine Dörfer, ein paar Pferdchen an den Straßenrändern, ein schöner Baum. Guckt euch diesen majestätischen Baum an. Ein frischer Wind weht uns um die Nase. Bei schönen Abfahrten beschleunigen nicht nur die Beine, sondern auch das Herz. Wie gefällt dir so die Tour bisher? Ja, mega geil. Durch die, wie hast du gesagt, grüne Hölle? Durch den Nürburgring.
Ja, also haben wir ja sehr abwechslungsreich, eigentlich wie der Müritz lebt letzten Monat auch. Ja. Aber diesmal ein bisschen anders, ein bisschen abgeschiedener, haben wir gesehen, ne? Oder festgestellt. Ja. Aber mal gucken, was noch so kommt. Wir haben ja noch. Wir haben noch ganz viel vor uns. Ja, ungefähr. Also, wir haben eigentlich noch gar nichts geschafft. Also vom Zeitgefühl her. Vom Zeitgefühl her kommen wir heute gar nicht aus dem Knick, oder? Also wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Genau. Gefühlt sind wir schon einen halben Tag unterwegs. Ne? So. Aber toll ist es hier. Ja, absolut traumhafter Weg. Kann man nicht anders sagen. Die Fichten, die wie Streichhölzer wirken, verschwimmen nur so im Rausch. So, was machen wir jetzt hier? Es wird gespeist, es wird richtig geil gespeist. Ich habe so einen Hunger. Bin ja, ich auch. Ich, ne? Ich auch, doch. So, mittlerweile. Genau, hier machen wir jetzt schöne Pause. Drohne wird auch nochmal ausgepackt, da werden wir dann nochmal einen kleinen Film machen. Aber hier kann man sich doch gut gehen lassen, absolut, oder? Ja, traumhaft hier. Schön, schön. So. Ah. Hier wieder jetzt einen neuen See gefunden. Sehr idyllisch. Ja. Wieder durch. Boah, was ist der Gegenwind? Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie schön ich diese ganze Müritz-Umgebung hier finde. Einfach ein Augenschmaus. Egal wohin man fährt, überall wunderschöne Natur. So viel Wald hier, so schöne landschaftliche Wege, Straßen. Ach, das macht heute einfach richtig Spaß. Das macht einfach so viel Spaß heute wieder. Da wartet er. Was sagst du dazu? Gönn dir den mal. Für den König. Ein kleiner Eisbecher und dazu eine Tasse Kaffee hat uns die Weiterfahrt versüßt. Die Dörfer, die unseren Weg kreuzten, waren in dieser Umgebung besonders toll anzusehen. Was haben wir hier entdeckt für ein altes Grab? Wir haben überall Feuer gemacht. Da in den Kasten. Ja, das war das mal. Das könnte echt das hier in den Kasten sein. Schönes altes Bauwerk, ne? Da ist eine Tafel da vorne, genau. Wanderrevier, alte Salzstraße, Salt Road. All Trading and Transportation Road. Alte Salzstraße, aha. Salt Road, ja. Aber ganz ehrlich, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Doch, du liest jetzt vor. Ja, was war das wohl mal? Warum steht hier das? Aber guck mal, das sieht so aus, als wenn da mal ein Schild dran war. Wir sind jetzt am Ursprung der Havel. Die Havel fließt durch folgende Städte, darunter sogar auch Berlin. Ich hoffe, das kann man lesen. Ankershagen, Kratzeburg, Berlin, Potsdam, Brandenburg,
Havelberg und so weiter. Ja, und hier ist quasi die Quelle. Sieht nach nichts aus irgendwie, aber das ist tatsächlich die Quelle hier. Wilde Gegend hier. Müssen wir links. Hier über den Fluss. Oh. Oh. Jo. Geil. Da mal ein bisschen reintreten. Rums. Richtiger Dschungel hier. Boah, sind die Steine. Boah, Junge, ganz schön rutschig. Boah. So, kleines Update hier, sind jetzt 20 Kilometer vor Waren, ist also nicht mehr weit. Und ja, so ein bisschen merkt man es in den Beinen. Die Beine werden ein bisschen schwer, weil man es auch einfach nicht gewohnt ist, so eine große Tour gleich zu fahren. Und ja, einen Snickers habe ich noch bei, den werde ich mir nachher reinpfeifen. Das gibt noch mal schön Energie. Ordentlich Wasser trinken. Und einfach die Trails hier weiter bestaunen. Dieses kleine Abenteuer zeigt mir einmal mehr, wie wichtig und gut doch Freundschaften sind. Schön, Sonnenstrahl. Endlich wieder Sonnenstrahl. Aber jetzt geht's wieder hin und den Wald.
Nee, ist schon schön hier. Mega friedlich. Einfach genießen. Einfach genießen, genau. Ein Hochgenuss, diese Sonnenstrahlen. Ein Hochgenuss. Ah, wunderbar. Ich glaube gerade nicht, wie schön das ist. Ach, ein Traum. Sonne ist schon wirklich was Schönes. Man muss das einfach mal genießen. Man kann nur hoffen, dass das Holz stabil bleibt. Der nächste Beobachtungsturm. Schnakenburg. Das ist ein Schnaken zu Hause. Diese Scheißviecher. Das kann wirklich sein. Ja, also Mücken sind hier schon mal gut unterwegs. Just married, 18.08.23. Jawohl. Oh. Andy der Fry. Schöne Aussicht. Oh, hier haben die Party gefeiert. Einhornparty. Ey, das gefällt mir. Das sieht echt geil aus. Die Weitsicht auch. Das ist auf jeden Fall die Müritz. Ja, das ist jetzt die Müritz, genau. Wir haben es geschafft. Wir sind an der Müritz. So Kai, wie fühlst du dich jetzt hier kurz vorm Ende? Im Arsch. Komplett Matsch. Echt, ja? War so anstrengend? Ich bin down. Ja. Du auch. Ja, ich bin auch down. Ich weiß nicht, ob ich krank werde oder so, habe ich ja schon gesagt. Ein bisschen nasedicht. Keine Ahnung, heute war der ganze Tag ein bisschen schwierig. Aber man schlägt sich so durch und die Natur hat natürlich viel rausgeholt. Ne? Wir hatten ja wirklich teilweise echt geile Strecken zwischendurch. Ja, also ich fand es wirklich eine hammermäßige Tour mit wirklich richtig geilen Abschnitten, richtig wilden Abschnitten. Und ja, also es war schon sehr wild und abenteuerlich. Das hier. Hat mir am meisten gefallen, auf jeden Fall. Diese Tour, wo es eigentlich gar keinen Weg gab an sich. Ne? Wo du nur eigentlich durch den Wald gefahren bist, über Stock und Stein sozusagen. Ja, aber man merkt, dass man was gemacht hat. Es ging also viel Berg und Tal, diese Tour auf jeden Fall. Es ging immer hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Das schlaucht natürlich extremst. Aber das war, wie hast du gesagt, Level 2. Level 2, ja. Nächstes Mal kommen dann die Alpen. Die Müritz-Tour. Die Müritz-Tour, das letzte Video ja hier bei Kai auf dem Channel, das war Level 1. Genau. Das waren so Warm-up sozusagen. Das waren ja auch so 95 Kilometer. Jetzt haben wir so knapp über 80. Aber es war diesmal einfach anstrengender. Also man merkt es richtig, die Beine langsam, die werden schwer und man fühlt sich auch so ein bisschen down. Und man freut sich, wenn man nachher auch dann da ist. Also es dauert jetzt nicht mehr lange, dann sind wir in Waren am Hauptbahnhof. Ja. Stunde Zug fahren noch. Stunde Zug, genau. Aber trotzdem geile Tour. Ja, also auch wenn man heute ein bisschen down war generell. Aber weiß ich, vielleicht ist es auch die Temperatur so ein bisschen, ne? Ich meine, es war schon kalt, wir haben teilweise wirklich gefroren. Dann ist heute echt ein bisschen frischer. Genau, dann wieder Gas gegeben. Dann wird dann wieder warm. Und wieder doll warm gewesen. Also war eigentlich so ein Hin und Her irgendwie. Ne? Aber ich bin trotzdem froh, dass wir gefahren sind. Also viele sind ja ausgestiegen von unseren Kumpels. Ne? Der eine hatte keinen Bock aufzustehen, weil er irgendwie Budget hatte und nicht ganz so. Shame on you. Ja, und der andere wegen Wetter und es regnet ja vielleicht und so. Also wir haben es jetzt trotzdem durchgezogen und es hat sich auch gelohnt, finde ich zumindest. Ja, es lohnt sich immer, wenn man aus dem Tag, den man hat, irgendwas Schönes macht. Und wir waren jetzt auch den ganzen Tag unterwegs und es ist einfach geil auf einer Fahrradtour. Ja. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann gehst du auch happy ins Bett. Ne? Du hast Erinnerungen irgendwo so geschaffen für dich. Und ein tolles Video entsteht. Und ein tolles Video entsteht da dann auch irgendwo. Ne? Ja, ja. Da schauen wir mal, was das Videomaterial diesmal so hergibt. Aber wir haben ja noch ein bisschen zu fahren jetzt. Genau, 10? Ja, ungefähr noch 10. 10 Kilometer noch. Kilometer. Ungefähr. Dann ist aber auch genug. Dann ist aber auch genug, ja.
Oh, wow. Fast schon die letzten Sonnenstrahlen hier von heute. Oh, das ist gerade unbeschreiblich schön. Hier ist auch einfach niemand. Und die Sonne lacht einen an, kurz bevor sie untergeht. Das ist ja richtig toll. Einfach geradeaus durchfahren. Ja. Einfach geradeaus durchfahren, ja. Oh, herrlich. Da drüben ist ein Schwan. Hier sind zwei Schwäne auf dem Wasser. Ich glaube, der putzt sich da ein bisschen. Schon sehr cool hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit, hast du gesagt, ne? Oh, was macht der da? Macht der das normal? Ich will ihn mitfilmen. Ja, schön, ne? Das ist schon toll hier. Yes. Sagen, danke Kai für diesen wunderbaren Tag. Wer diese Tour nachfahren möchte, findet sie verlinkt über Komoot in der Infobox. Tschüss und bis bald.